Man kennt es. Leute nerven einen irgendwie total im Chat oder man will von vornherein, dass bestimmte Personen das eigene Profil auf Insta oder TikTok erst gar nicht finden können. Das kann man lösen, indem man diese Person blockiert. Wie das in den Apps WhatsApp, Instagram und TikTok funktioniert und ob die geblockten Leute das sehen können, das klären wir in diesem Video. Hi, Nora hier. Ich zeige euch, wie ihr in WhatsApp blockieren könnt. Wählt einen Chat aus, klickt oben auf den Namen und scrollt nach unten. Klickt auf Kontakt blockieren und wählt noch einmal blockieren aus. Alternativ könnt ihr auch in die Einstellungen gehen, Account auswählen, dann auf Datenschutz klicken und bei blockiert könnt ihr weitere Kontakte hinzufügen. Außerdem könnt ihr bei Gruppen auswählen, wer euch zu Gruppen hinzufügen darf und auch hier Personen ausschließen. Wenn du jemanden auf WhatsApp blockierst, bekommt die Person keine Nachricht darüber. Man kann aber schon erkennen, wenn man blockiert wurde. Zum Beispiel, wenn du vorher das Profilbild der Person sehen konntest und es dann plötzlich weg ist. Oder wenn die Nachrichten, die du an jemanden schickst, plötzlich nur noch ein graues Häkchen bekommen, also nicht bei der Person angekommen sind, sind das schon deutliche Zeichen dafür, dass man blockiert wurde, vor allem wenn es vorher anders war. In Instagram kannst du im Chatverlauf oben auf das kleine i drücken und dann blockieren auswählen. Klick nochmal auf blockieren. Alternativ kannst du im Profil oben auf die drei Punkte klicken und dann blockieren auswählen. Klick noch einmal auf blockieren. Wenn du in deine Einstellungen gehst, auf Privatsphäre klickst und dann nach unten scrollst, kannst du alle bisher blockierten Konten einsehen und auch nicht mehr blockieren. Außerdem gibt es die Funktion eingeschränkte Konten. Diese Konten können deinen Aktivitätsstatus nicht mehr sehen. Außerdem musst du Kommentare erst überprüfen, bevor andere außer du und diese Person diesen Kommentar sehen können. Auch hier bekommt der Account, den du blockierst, keine Nachricht darüber, dass er oder sie blockiert wurde. Dein Profil kann von diesem Account aus aber nicht mehr gefunden werden. Rausfinden, dass man blockiert wurde, kann man also, wenn man mit einem anderen Account nach deinem Account sucht. Ansonsten eher nicht. In TikTok nennt sich die gleiche Funktion Sperren. Du kannst also in dein Profil oben auf die drei Punkte klicken und dann auf Sperren drücken und das bestätigen. Wenn du eine Direktnachricht von einer Person bekommst, kannst du auch hier direkt auf die drei Punkte oben klicken und dann Sperren auswählen. Das musst du wieder bestätigen. Wenn du in den Einstellungen Datenschutz auswählst und nach unten scrollst, kannst du unter gesperrte Konten alle bisher gesperrten Konten einsehen und diese auch wieder entsperren. Bei TikTok funktioniert es genauso wie bei Instagram. Man bekommt also keine Nachricht darüber, wenn man blockiert wurde, kann es aber schon über Ecken herausfinden. Oft wird ja so getan, als wäre jemanden blockieren ein Zeichen von Schwäche. Natürlich kommt es immer auf die Situation an, aber ich sehe das ein bisschen anders. Wenn dich jemand nervt oder verletzt oder du dich aus irgendwelchen anderen Gründen wohler damit fühlst, wenn diese Person deine Inhalte nicht sehen darf, dann ist Blockieren also einfach nur der cleverste Weg. Vor allem miesen oder gemeinen Nachrichten muss sich wirklich niemand aussetzen. Und da ist Blockieren dann kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach eine klare Message. Und zwar, sorry, mit deinem Hass will ich nichts zu tun haben. Bye. Apropos bye, wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann schaut doch mal beim Like- oder Abo-Button vorbei.